vor 15 Jahren hat Tristan Sommer den Lean-Gedanken aus der stationären Industrie auf die Baustelle gebracht. Wir haben mehr als 200 Projekte mittlerweile erfolgreich mit dem Lean-Site-Management abgeschlossen. Was passiert ist, vor circa 7 Jahren, wir haben zunehmend mehr Anfragen aus der Praxis bekommen, speziell im Planungsbereich. Das heißt, die Fachplaner haben halt gemeint, hey, euer Lean-Site-Management, das funktioniert ja super. Habt ihr nicht etwas Ähnliches für die Planung? Weil in der Planung habe ich ähnliche Probleme. Ich habe mehrseitige Terminpläne, ich habe Überdimensionierung, ich habe lange Freigabeprozesse, ich habe unkoordinierte Schnittstellen und auch viele Puffer in der Planung selbst drin. Daher kam halt die Anfrage, gibt es denn kein Lean-Design-Management? Und daraufhin haben wir uns mit der Planungsphase beschäftigt und haben halt festgestellt, das, was die Planung braucht, ist nicht Lean, sondern agil. Agiles Designmanagement wurde hergeleitet vom Scrum-Ansatz aus der Softwareentwicklung, wobei wir Elemente des Lean Shopfloors und unseres Lean Site Managements mit eingebunden haben. Das heißt, wir haben ein hybrides Vorgehen, daher heißt es agiles Designmanagement und nicht irgendwie Scrum in der Planung. Ausprobiert haben wir dieses agile Designmanagement an dem Projekt Experimenta, ein sehr ambitioniertes Projekt mit einer innovativen Architektur. Dort musste sehr viel konstruiert werden, ein sehr großes Planungsteam, das dort von Dresden Sommer gemanagt wird. Daher kam das agile Designmanagement uns hier zugute, indem wir wirklich unsere Prozesse verbessert haben und in dem Terminplan uns vor den anderen Planern einen gewissen Vorsprung erarbeitet haben, um so zielgerichteter zu arbeiten. Man plant kollaborativ, man plant im Team, man bezieht die Fachplaner ganz früh mit ein, auch die einzelnen Ingenieure, und hat dadurch einen transparenten visuellen Ansatz, um Bauplanung systematisch zu strukturieren. Also wir Teamleiter treffen uns jeden Freitag, besprechen kurz das Doing für die nächste Woche. In unsere normalen Standardplanungsbesprechungen werden die einzelnen Ingenieure mitgenommen. Wir versuchen dann über die Checklisten herauszufinden, was sind die nächsten Schritte, was sind die nächsten Meilensteine, die wir haben. Und im Nachgang übertragen die einzelnen Ingenieure ihre Aufgaben auf die Post-its. Die Post-its, jedes Projekt hat eine eigene Farbe und die werden dann im Nachgang an die Plantafel übertragen. Am Montag findet dann eine Besprechung statt, dauert immer so 10 bis 15 Minuten, wo alle Beteiligten dann quasi an der Tafel sind. Wir kleben dann die Zettel wirklich nochmal drauf, das was an dem Tag ansteht, was in der Woche ansteht, gucken, welche Aufgaben wurden von der Woche davor erledigt, welche müssen noch erledigt werden, und blicken dann schon die nächsten 3 Wochen voraus. Und wir Projektleiter machen in einer eigenen kurzen Besprechung, legen wir die Priorität fest, und dann so können wir ressourcenschonend unsere Leute eigentlich einsetzen. Probleme werden dann in der Plantafel kommuniziert. Es gibt dann sogenannte rote Aufkleber, rote Punkteliste, da wird das Problem erfasst. Und auch wenn ein Projektleiter mal nicht da ist, kann er dann über die Aktionsliste feststellen, wo klemmt's, fehlt ein Grundriss, wurde irgendwas vergessen und so weiter und so weiter. Ich würde das Tool jedem empfehlen, der sehr viele komplexe, kleinteilige Aufgaben hat. Das macht komplizierte Aufgaben mit vielen Projektbeteiligten strukturiert und plakativ für jeden. Für unsere Kunden ist der Mehrwert ganz klar, dass wir eine Terminsicherheit bieten. Auch die Bauleitung profitiert daraus, dass Pläne einfach zur richtigen Zeit geliefert werden und Engpässe eigentlich rechtzeitig aufgedeckt werden können. Also ich kann das Tool wirklich nur empfehlen.